Jetzt. Okay, wir machen jetzt mal hier eine Führung durch die Welt der Kunst. Entartete Kunst bei Karl Zoller. Mhm. Jetzt musst du mich fragen, ob ich immer in der dritten Person spreche. Sprechen okay. Sie immer in der dritten Person? Ja, natürlich. We are not amused. Okay, hier fangen wir mal an mit diesem Bild hier. Sie sehen hier Bob Dylan und Hertha Müller. Hertha Müller hat vor einem Jahr den Nobelpreis bekommen für Literatur. Beide sind sehr scharfzüngig und sind Genies im Bereich der Dichtung und der Poesie und des Schriftstellertums. Hertha Müller hat 4 Augen, weil sie mehr sieht als andere. Und Bob Dylan sieht schon sowieso immer viel zu viel. Also Bob Dylan meets Hertha Müller. Okay, weiter. Ay, komm mal her, Mädchen. Liebe Kamera. So, hier steht drauf Anarchie, Anarchy. Okay, ich finde das mal kurz. Und hier unten haben wir die Psycho Bitch. Und was haben Sie sich dabei gedacht? Ja, das frage ich mich auch immer. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich verhülle mein Haupt. Ich weiß nicht. Das ist so ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Leute, die am Rande des Limits existieren, mit ganz wenig Geld. Und die Familienministerin Ursula von der Leyen hilft diesen Leuten. Was ich ja irgendwie ganz toll finde. Das ist das sogenannte Prekariat. Das ist die Herde der gering qualifizierten Menschen, die in unserer Gesellschaft immer wieder zu kurz kommen. Aber wie sagt der Volksmund, selber schuld. Hier, da sind sie. Okay, jetzt werde ich mal weitergehen. Mhm. Über das brauchen wir ja nicht weiter zu reden, ja. Ja, da ist schon alles klar. Also da ist schon alles gesagt. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Moment. Ja, hier Ach. Bin ich. Ich werde auch meine charmante Interviewerin mal kurz aufnehmen. Moment. Hallo. Sehr schön. Ja. Also, jetzt gehen wir mal weiter zu der nächsten Bildfolge. Wann haben wir den da hier? Ist Angela. Die Angela. Die Kanzlerin, ja. Hier, die nette Kanzlerin. Darf ich das Kameraschen zurückreichen? Okay, mach doch bitte mal einfach nur ein Porträt mit der Kanzlerin. Ein Foto, oder? Nein, einfach so. Laufen lassen. Ja, das sieht auch schön aus, ja? Nebeneinander. Ich lehne mich mal hier so an, wie der John Lennon in Hamburg. So, die Beine miteinander geschlagen. Soll ich mal auch hochkant so ein bisschen? Nein. Nee? Fangen wir an bei meinen Schuhen. Okay. Und dann für die Gürtelschnalle bis hin zur Kanzlerin. Ja, das sieht toll aus. Und FBI sucht gerade diesen guten Freund von mir. Das spricht auch für sich selbst. Im Englischen heißt es self-explanatory. Meine ganzen Bilder sind überhaupt self-explanatory. Die erklären sich alle von selbst. Wenn ihr zu blöd seid, die Kunst darin zu erkennen, dann tut es mir herzlich leid. Das ist richtig. Ja, danke. Danke für diese... Warte, ich filme nochmal hier. Okay. Schöne Augen. Ja, die. Was hat sie denn an den Augen da? Was ist das denn? Geh nochmal ran, das war gut. Eurozeichen, gell? Die ja, Madame genau. Ist scharf aufs Geld. Mein Mann, gerade sie wäre Mitglied der Hells Angels. Für die zählt auch nur Geld. Okay. Vielleicht jetzt mal zu diesem... Hier, das ist ganz wichtig. Das ist die Aussage, warum das Universum überhaupt existiert. Nämlich aufgrund von 6. Weil alle Leute 6 haben, hört das Universum nicht auf zu existieren. Und Rock'n'Roll ist nur ein anderes Wort für 6. Mhm. Okay. Ja, der Albert Einstein, der hat immer von... der Gravitation gesprochen, der Anziehungskraft. Und die hat man ja auch im Sex, also die Anziehungskraft, das nennt man Sex Appeal. Ja. Und Rock'n'Roll ist nichts anderes als Sex, das ist die Übersetzung von Sex. Rock und Roll, Rock und Roll. Ja, das muss man aber auch erstmal wissen. Das muss man erstmal kapieren. Okay, und in die Autobahn sind sie alle verliebt.
Ja. Vor allem der deutsche Mann. Der deutsche Mann liebt seine Autobahn über alles. Da steht es ja auch. Wenn es die nicht gäbe. Also wenn es da nicht stehen würde, würde ich auch nicht glauben, dass es die Autobahn ist. Aber da steht es ja da oben. Habe ich hingemalt.